Und weiter geht's hier in Tormented Souls. In der letzten Folge waren wir mal so richtig erfolgreich. Und hier steht ein Tresor. Und, ein Augenblick. Ich hatte da... Moment. In der letzten Folge haben wir uns ja durch die Kanalisation gekämpft. Und unter anderem haben wir da Folgendes gefunden. Wo ist denn diese... Wo werden denn die neuesten Sachen... Wie komme ich denn hier runter? So... War das das hier? Foto von Zwillingen? Nee. Wo waren denn die neuesten? Wir suchen Emmas Tagebuch eigentlich. Oder war es anders? Irgendwo war... Hier. 28436. 28436. 28436. 28436. Super! Scheibenkleister. Hau den alten Knopf ab, mach den neuen ran. Geht nicht. Ich hätte... 28436. Warum? Scheint kaputt. Warte mal, vielleicht muss ich es ölen. Passt nicht. So, Öl nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Ja, mit dem Tacker wohl auch nicht. Okay. Ich will da ran. Ich wüsste nicht mit, was ich da sonst noch... Was ich sonst noch machen sollte. Aber sonst noch irgendwas? Nein. Ich kenne die Kombination, aber das Ding ist kaputt. Was ist das eigentlich? Nee, warte mal. Untersuchen. Okay, da ist so eine Halb... So ein Halbdingens... ein Halbkreis. Der Klammerpistole wohl auch nicht. Okay. Hier war... Jemand hat hier gelebt. Okay. Da könnte ich in den Spiegel... Ach, warte mal. Will ich da rein? Könnte diese Kerze... Machen wir das doch. Warte mal. Wo ist denn mein Feuerzeug? Da. Zip. Und das gute Zippo. Ah. Ich weiß nicht, ob ich da rein möchte. Karo. What? Is this my room? But this is hundreds of miles away from the mansion. Okay, das ist in der Tat verwirrend. How can this be possible? So, hab ich nicht irgendeine Shotgun im Keller? Mein Tagebuch, mein eigenes. Letzte Nacht geschah es erneut. Ich hatte diesen Albtraum, den einen, in dem ich in die Leere falle, meine Augen zusammenkneife und eine eisige Kälte mein Genick streicht. Als ich endlich meine Augen öffne, sehe ich in schmutziges Wasser durch steinerne Kanäle und Rohre fließen, die in endlosen Tunnel mit gewölbten Decken herabführen. Ja, da war ich gerade. Ich sehe schattenhafte menschliche Umrisse und unförmige Köpfe. Auch die habe ich gerade mit der Shotgun erschossen. Ein Mann in meinem Strahlenanzug packt meinen Arm und schreit kehlig: Lasst das Ritual beginnen! Ich wache auf, gebadet im stinkenden Schweiß, streife das Laken von meinem Körper, jetzt wird's zum Porno, und setze meine Füße auf den Boden, nur um zu fühlen, dass er zu feucht ist. Ich mache die Lampe aus und finde mich in einem Zimmer wieder, das nicht meins ist. Die Wände schmutzig, das Fenster... Moment! Ist sie... Nee, oder? Bogenfauliger Spiegelbild, erkenne ich, dass ich nur in Lumpen gehüllt bin, meine Haare schmutzig und verfilzt, aber da ist etwas in ihren Augen, das ich nicht wiedererkenne. Die Person auf der anderen Seite des Spiegels streckt ihre Hand aus und packt mich am Hals. Du hast uns hier zurückgelassen. Ist sie Anna? Nee, kann ja nicht sein. Emma? Der Fernseher geht an, ich kneife... mich selbst, um sicherzugehen, dass ich diesmal wach bin. Der Knopf dreht sich nach rechts und bisweilen nach links und der Fernseher zeigt scheinbar zufällige Bilder. Ist sie Emma? Nee, oder? Das ist doch... Das kann nicht sein. Naja. Und nu?
Was hat sie gesagt? Nach rechts, oder? Eine Spinne. Moment, ich muss noch mal reingucken. Ich muss noch mal in mein Tagebuch gucken. Wo ist mein Tagebuch? William, Anna, Maria, Sembret. Wo ist mein Tagebuch? Dummi? Was ist denn Dummi? Das ist mein Tagebuch. So, Moment. Dreht sich nach rechts und bisweilen nach links. Und der Fernseher zeigt scheinbar zufällige Bilder, aber immer dieselben. Muss ich da irgendwas... Ich muss da irgendwas... Würfel. Würfel. Kleeblatt. Stimmt, der zeigt immer dieselben. Er zeigt, Moment mal, Würfel, Spinne, Dreirad, Yin-Yang, Kleeblatt. Würfel, Spinne, Dreirad, Yin-Yang, Kleeblatt. Geil. Was sagt uns, kann man das Jaule mal ausmachen, das ist ja furchtbar. So. Da ist eine Truhe, die kann man bestimmt nicht öffnen. Draußen ist ein strahlender Tag. Wieso kann ich nicht? Ja. Was sagt mir denn das jetzt? Wie kann ich jetzt wieder... So. Mein Schrank. Warum ist mir nicht nach dem Kleiderwechsel... Okay, ich glaube, ich... da komme ich wahrscheinlich auch nicht raus, oder? Okay, der Fernseher... Ich glaube nicht, dass ich beim Fernseher irgendwas... Großartiges... Warte mal, was ist denn das da hinten? Irgendwo werde ich garantiert ein Rätsel haben. Was etwas damit zu tun hat. Ich gehe hier nochmal rein. Bin in der Kanalisation. Aber da, ich gehe mal in der Kanalisation nochmal gucken, was es da noch so gab. Wir merken uns mal, hier war dieser Raum. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Ist. Hier war hier irgendwas? Nein. Hier geht's aber auch nicht weiter. Okay. Okay, okay. Warte mal. Ja, hier bin ich hergekommen. Ich habe jetzt, glaube ich, hoffentlich alles umgenietet. Was es umzunieten gab. Ja, ihn zum Beispiel. Keine Ahnung, wo ich jetzt überall schon war. Es wird hier... Warte mal, da ist der... Ah, okay, das ist der der große... Warte mal, was ist das? Das sieht auch toll aus. Super sieht das aus. Ich könnte jetzt natürlich nochmal ganz zurückgehen und diesen Typen umnieten. Nee, das war nur die... Okay. Also diesen in diesem einen Raum, wo der Engel mit dem Ring war. Wenn ich weiß, wovon ich rede, das war in der letzten Folge. Ich weiß allerdings nicht, wie ich da hingekommen bin. War das hier? Nein. Nein. Ah, ich weiß, wo es war. Warte, warte, warte. Ich weiß, wo es war. Den gehen wir jetzt mal umnieten.
War das hier? Nee, das war die Pumpstation. War ich hier schon mal? Bin mir nicht sicher. Ich glaube ja. Naja, das war hier. Ja. Okay, hier waren wir schon mal. Auch noch nicht zurück. Was mache ich denn mit dem Kleeblatt und dem Würfel? Du läufst hier die ganze Zeit immer im Kreis, mein Freund. Hier musst du lang. Hier ist nix. Ich gehe nochmal oben in den Raum zurück und niete mal den... Ich habe ja jetzt noch eine Schotti. Oh, den wollte ich eigentlich nicht. Hi. Haha. Den kann man umgehen. Das finde ich witzig. Den meinte ich aber auch nicht. Hier? Nee, wo war denn das? Wo war denn das? Hier war das. Ja. So, hier stapfte nämlich noch einer rum. Moment. Oh, das war aber knapp, Freunde. Okay, wahrscheinlich war das aber nicht nötig, ne, dass ich den umniete. Oder doch? Oder vielleicht? Oder ja, oder nein? Hey, es war absolut unnötig, dass ich den umgenietet habe. Gut. Oder ist hier irgendwo noch irgendetwas in den Särgen? Nein, es war absolut sinnfrei. Gut. Also, fassen wir mal zusammen. Ach so, das war alles klar. Das war der Ring ist. Ich habe, was habe ich denn? Ich habe eine Spritze mit einem blauen Gedöns. Kann man da noch irgendwas machen? Skulptur einer jungen Frau. Ja, okay. Sehr schön. So, jetzt müsste ich alles umgenietet haben, bis auf den einen Typen, den man aber umgehen kann hier. Scheiße, muss ich nur ein bisschen aufpassen. Na? Na, jetzt hat er mich gesehen, aber zum Glück bin ich ja flink wie ein Reh. Flink wie ein Reh bin ich. Ich bin ein ganz flink. Ich gehe ganz kurz hier durch und dann müsste ich ihn abgehängt haben. So. Kommt wieder raus. Jetzt ist die Frage: Was nun? Mir geht's gut. Ich habe alles umgenietet, was es hier umzunieten gab. Ist auch nichts. Da hinten ist dieses komische Tor, wofür ich aber zwei... Warte mal, kann man hier noch irgendwas? Kann man hier... Ah! Wuhu! Moment. Wie viel haben wir jetzt? 5 Schuss und noch ein Schuss. Oh, Disco. Ich glaube, wir müssen nochmal speichern. Egal, ob wir hier... Wir müssen nochmal speichern. 5 Schuss. 6 Schuss. Hier war nichts mehr, ne? Nein. Na. Hier ist ein Kanalisationslagerraum.
Hier ist ein Bett. Hier ist ein Tresor, den wir nicht aufkriegen. Emma, don't come. It's a warning for Emma, one of the missing twins. It may be possible that one of the girls is inside the vault. Ja. Aber... Was mache ich jetzt hier drinnen? Das ist die Frage. Aber irgendwo ein Hinweis? Nee, ne? Stimmt so nicht. Ich würde das sehr gerne tun. Soll er den Spiegel nicht zerschlagen, hat sie gesagt, ne? Soll ich ja nicht machen. Macht sie aber auch nicht. Okay. Würfel. Spinne. So, jetzt habe ich einen Würfel. Ich gehe mal da durch. Hab ich jetzt irgendwas geändert vielleicht? Nee, ne? Hier auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich... Spinne. Hier, Yin Yang, sind dort Zwillinge oder nicht? So, das ist das zweite Mal, dass ich nachgeguckt habe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie dieses Rätsel ging und was ich genau machen musste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nachgeguckt und zwar muss man, und das konnte mir niemand sagen, warum das so ist, man muss hier eine bestimmte Kombination einstellen an dem Fernseher, ja? Also das ist wie so ein Zahlenschloss und ich dachte erst, nachdem ich gelesen habe Kombination, dass ich, naja, wir haben eine Kombination gesehen. Ich dachte erst, okay, Kombination, da muss ich, warte mal, wo war denn das Tagebuch von ihr? Dass ich das hier einstellen muss. Wo ist es denn hier? 2, 8, 4, 3, 6. Aber ich habe alles ausprobiert. Dann ging überhaupt nicht. Und dann habe ich nachgeguckt. Und es steht nirgendwo drin, warum das die Lösung ist. Also ich bin mir nicht sicher. Also die Lösung ist 8, 5, 7, 4. Also von Yin Yang fängt man an. 8, 5, 7, 4. Und zwar erstmal nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zur Spinne, genau. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 4. 1, 2, 3, 4. Fragt mich nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, warum 8, 5, 7, 4. Was zum... Okay. Eine Halskette mit einem Sonnen... Und hinten ist irgendwas... Nee. So. Also, keine Ahnung, warum 8574. Bitte fragt mich nicht. Wer es raus hat, der darf es mir gerne sagen. Ich darf aber trotzdem noch nicht raus. Darf mich auch noch nicht umziehen. Okay. Ich habe jetzt ein goldenes Amulett. Ich habe ein goldenes Amulett. Moment mal. Ich muss noch mal gucken, was habe ich denn jetzt alles? Ich habe ein goldenes Amulett... Eine Spritze mit blauem Gedöns und alten Krempel. Bringt mich das weiter? Keine Ahnung, ob mich das weiter... Warum ist denn der jetzt offen? Eine Halskette mit einem Monddesign. Warte mal, Moment. Moment. Das?
Nee, halt. This. Super. Und nun? Sonne und Sterne. So eine Art Yin und Yang. Okay. Emma, don't come to the vault. It's a warning. It may be. Emma, don't come to the vault. Können wir nochmal speichern? Ja, komm, wir haben jetzt so viel geschafft. Also, wie gesagt, ich weiß nicht dieses Rätsel. Das könnt ihr mir gerne nochmal sagen, falls ihr das wisst. Ich weiß es nicht. Warum? Warum ist es so? Kann auch sein, dass ich natürlich irgendwas überlesen habe in meinem Wahn. 8574. I found a little room in the sewers. I can't help but feel that this is the place I've seen in my darkest nightmares. The stench, the cold, the dirt, the wet. It all resembles the horrible nightmares I've been having lately. The mirror in this room takes me to my actual room, miles away from the hospital. I looked out the big window in my room and had to gather all my willpower not to shatter the mirror. Something inside me knows that this is where I should be. I have to help those girls. I need to find a way to help. Okay. Was ist die Frage? Was jetzt, ne? Ich bin Anna, also eine von den beiden Schwestern, weil sie hat ja anscheinend diese Albträume, ich will eigentlich wieder zurück, sie hat ja diese Albträume, hier, wo ging es denn hier wieder zurück? Also ich habe den Verdacht, sie ist eine der beiden Schwestern, hier geht's raus. Sie wird eine der beiden Schwestern sein. Wo ging es hier lang? Nein, 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 nein. Da ist der böse Buhmann ist da. Der Fetti, der kann da bleiben, wo. Das ist besser. Wo ging es denn hier nochmal hin? Ach, warte mal, ich bin wieder am Anfang. Ich glaube, das ist so die Art des Spiels, mir zu sagen, dass ich jetzt zurückgehen soll. Was ist das hier? Ach, das ist das Büro. Okay. Halt, halt. Reihe wissenschaftlicher Bücher. Hier haben wir den toten Dr. Schlachtiwan zu. Genau. Was geschieht hier? Keine Ahnung. Was muss ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt? Ich habe dieses Amulett. Ich habe den Hammer, der ist verbraten. Das ist verbraten. Das ist verbraten. Das ist eigentlich im Prinzip alles verbraten. Das Einzige, was ich noch habe, ist die Spritze. Benutze Spritze an Doktor. Nee, den kann ich ja nicht. Doch, warte mal. Nee. Kann ich nicht. Zombie, erwache. Was war das hier? Ach, das war diese. Ja, das Rätsel war ja noch einfach. Hier ging's runter. Nee. Keine Ahnung. Hier haben wir eigentlich alles gelöst. Was benutze ich denn mit der... Immer auf die Musik hören. Hier war das Kinderzimmer. Was waren da nochmal? Kinderzeichnungen sind irgendwie verstörend. Ja. Hier war aber auch nichts. Was ist das denn hier? Ich bin ein Glückskeks vor dem Herrn. Yay! Oh Gott. Kuckuck. Tappe ich hier so? Oh.
Pass auf, was du machst, Mädel. Oh, oh, my head. Oh. Sie war eine der Zwillinge, ich sag's dir. Sie war eine der Zwillinge. Unsere, wie heißt sie, Caro? Nee. Oh, my head. What is this? I know this song. I know it. It's the song my sister and I used to listen to when we were children. My sister. My sister Anna. I remember. I am Emma, the girl who fell from the bridge 14 years ago. All this time, I've kept the traumatic memories hidden inside. Anna, you have been alone in the dark this whole time. I don't know if you are still there, but I promise I will do everything in my power to find you. It's time to find out what's behind the vault door in the sewers. So. Ich brauche mein Auge wieder. Also, je mehr ich drüber nachdenke, ich brauche mein Auge wieder, weil es ist ganz gut, dass es rausgeschnitten ist. Wenn ich die Augen der Zwillinge, und ich bin ja einer der Zwillinge, sind für die Vault-Tür gedacht. Ich brauche nur mein Auge wieder. Wer hat mein Auge? Wer hat mein Auge? Mutter sagt uns, wir sollten uns nicht dorthin. Wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Hier ist Aufnahmestopp. Boah, ist es spannend, oder? Ich weiß nicht, ob wir Aufnahmestopp haben. Ich sage jetzt einfach mal, weiter geht's beim nächsten Mal.